Herzlich willkommen. Wir haben das Newton-Verfahren kennengelernt zur Lösung von Optimierungsproblemen, was massiv viel schneller war als das Gradientenverfahren, was wir zuvor betrachtet hatten. Das Gradientenverfahren, das haben Sie in den Übungen gesehen, konvergiert im Allgemeinen nur linear schnell. Das heißt, um eine richtige Kommastelle in Ihrer Lösung zu erzeugen, brauchen Sie immer die Konstante, immer die gleiche Anzahl an Iterationsschritten. Das kann gut sein. Stellen Sie sich vor, Sie erzeugen mit einem Schritt eine richtige Kommastelle, dann sind Sie nach ein paar Schritten, haben Sie Ihre Lösung mit einer recht guten Genauigkeit. Es kann aber auch sehr schlecht sein. Stellen Sie sich vor, Sie brauchen 100 oder 1000 Schritte Ihres Verfahrens, um eine richtige Kommastelle zu erzeugen. Das Newton-Verfahren konvergiert superlinear schnell mit entsprechender Glattheit sogar quadratisch schnell. Quadratisch hieß, dass sich die Anzahl der richtigen Kommastellen in jedem Schritt verdoppelt. Und superlinear hieß immerhin noch, dass die Anzahl der Schritte, die Sie brauchen, um eine neue richtige Kommastelle zu bekommen, dass diese Anzahl an Schritten immer weniger wird im Laufe der Iteration. Und das ist natürlich auch was viel besser ist. Vielleicht brauchen Sie für den ersten Kommastelle da auch 100 Iterationen, aber dann vielleicht für die nächste nur noch 50, für dann die nächste nur noch 25 und so weiter. Das heißt, das ist natürlich massiv viel schneller, als wenn Sie einfach eine konstante Zahl an Schritten brauchen. Das Newton-Verfahren hat zwei Nachteile gegenüber dem Gradientenverfahren. Das eine Problem, und das werden wir uns später kümmern, ist die Frage des Anfangswertes. Wir haben gesehen, beim Gradientenverfahren, wenn Sie zum Beispiel eine Funktion haben, die strikt konvex ist und ein Minimum hat, dann konvergiert Ihr Gradientenverfahren, egal von welchem Startwert, das wird eben konvergieren gegen dieses Minimum. Beim Newton-Verfahren konnten wir im letzten Video, haben wir wirklich ein Beispiel konkret angegeben, können wir solche strikt konvexen Funktionen haben mit einem eindeutigen Minimum, wo aber das Newton-Verfahren nicht für jeden Startwert konvergiert. Das konvergiert nur, wenn wir nah genug dran an dem Minimum schon starten. Dann konvergieren wir, und zwar sehr, sehr schnell gegen das Minimum. Aber wenn wir ein bisschen weiter weg starten, kann es beim Newton-Verfahren auch passieren, dass uns das zum Beispiel zwischen zwei Werten hin und her sprang oder sogar, wenn wir noch weiter weg gestartet sind, uns Richtung unendlich die Iterierten abgehauen sind. Das Problem des Startwerts, darum werden wir uns in der nächsten Woche der Vorlesung kümmern. Worum ich mich gerne mit Ihnen in dieser Woche der Vorlesung kümmern möchte, ist die Frage, was machen wir mit dem zusätzlichen Aufwand des Newton-Verfahrens? Denn beim Gradientenverfahren, da müssen Sie ja einfach nur den Gradienten an jedem Schritt ausrechnen und dann vielleicht noch ein paar Funktionsauswertungen, um mit der Amio-Schrittweitenregel sich entsprechende Schrittweite zu basteln. Beim Newton-Verfahren brauchen wir noch mehr. Beim Newton-Verfahren brauchen wir zusätzlich die Hesse-Matrix, also die müssen wir überhaupt erstmal kennen. Und dann müssen wir mit dieser Hesse-Matrix auch noch ein lineares Gleichungssystem lösen. Also das Newton-Verfahren würde ja so aussehen, dass xk plus 1 gleich ist xk plus, ja, so ein Schritt dk, und der Schritt dk, der ist gerade so, dass die Hesse-Matrix von f an der Stelle xk, dass das mal dk gleich ist minus dem Gradienten von f von xk. Das heißt, wir brauchen an dieser Stelle hier brauchen wir eine Lösung eines linearen Gleichungssystems mit einer Matrix, nämlich gerade diese Hesse-Matrix. Und wenn Ihr Problem jetzt sehr hochdimensional ist, wenn Ihr f jetzt vom R hoch 10.000 nach R geht, dann ist das entsprechende 10.000 Kreuz 10.000 Hesse-Matrix. Und dann ist die Lösung von so einem linearen Gleichungssystem, das wissen Sie aus der Einführung in die Numerik, das braucht im Allgemeinen n hoch 3. Wenn n die Dimension ist von der Matrix, brauchen Sie im Allgemeinen n hoch 3 Schritte zur Lösung des linearen Gleichungssystems. Also für hochdimensionale Probleme kann diese Lösung des linearen Gleichungssystems, die kann ganz furchtbar aufwendig sein. Und das ist natürlich was, das haben Sie beim Gradientenverfahren nicht. Also beim Newton-Verfahren kann es durchaus sein, dass Sie für jeden Schritt einen viel, viel höheren Aufwand haben als fürs Gradientenverfahren. Das lohnt sich trotzdem. Wenn Sie damit auf ein superlinear konvergentes Verfahren kommen, dann lohnt sich jeder Zusatzaufwand. Das können Sie sich leicht überlegen. Wenn Sie beim linear konvergenten Verfahren immer die gleiche Anzahl an Schritten brauchen, um eine richtige Kommastelle dazu zu gewinnen, und bei einem superlinear konvergenten Verfahren brauchen Sie immer weniger Schritte pro richtiger Kommastelle, dann gleicht Ihnen dieses immer weniger Schritte. Irgendwann ist das so viel weniger geworden, dass Sie damit den zusätzlichen Aufwand ausgeglichen haben. Also wenn Sie 100 Schritte brauchen, das Gradientenverfahren, um eine richtige Kommastelle zu erzeugen, und das Gradientenverfahren dafür aber auch 100 mal weniger aufwendig als das Newton-Verfahren, dann ist beim Newton-Verfahren am Anfang, brauchen Sie vielleicht noch 10 Schritte für die richtige Kommastelle. Da lohnt sich das noch nicht, weil 10 mal 100 eben 10.000 ist. Das ist mehr als die 100, die Sie beim Gradientenverfahren bräuchten. Aber wenn Sie danach für die nächste Kommastelle nur noch einen Schritt bräuchten und der ist 100 mal so aufwendig wie das Gradientenverfahren, dann hat er schon gleich gezogen. Und sobald Sie noch schneller sind, wird das entsprechend das Newton-Verfahren gewinnen gegen das Gradientenverfahren, egal welchen konstanten Zusatzaufwand Sie pro Schritt annehmen.
Aber das gilt natürlich nur asymptotisch. In der Praxis sieht man das typischerweise auch, aber in der Praxis hängt es natürlich davon ab, wie sind die Konstanten, die da mit drinstecken, bevor die Asymptotik eintritt. Was ist mit dem, ja, bis auf endlich viele haben wir das ja immer definiert mit Konvergenzgeschwindigkeit, was ist mit den ersten paar Schritten? Die Frage, ob Sie da diese Überlegenheit des Newton-Verfahrens drin sehen, hängt dann wirklich von dem praktischen Beispiel ab. Die allgemeine Heuristik, was man so sagt, wenn Sie mit Anwendern sprechen, ist, man sieht es. Also typischerweise, Sie müssen sich schon strecken, um Beispiele hinzuschreiben, wo wirklich das Gradientenverfahren in den ersten Schritten einfach Ihnen schon so schnell gegen das konvergiert, dass Sie dann mit richtiger Genauigkeit oder mit genügend Genauigkeit raus haben, damit das Newton-Verfahren sich da nicht gegen durchsetzt. Also im Allgemeinen sehen Sie diese Vorteile des Newton-Verfahrens. Nichtsdestotrotz würden wir diesen Zusatzaufwand gerne wegkriegen oder zumindest abmildern. Also wie schaffen wir es? Da gibt es vielleicht Möglichkeiten, dass wir das Newton-Verfahren, dass wir die tollen Vorteile erhalten, nämlich superlineare Konvergenz, und dabei gleichzeitig aber nicht dieses blöde lineare Gleichungssystem mit dem großen Aufwand in jedem Schritt zu lösen haben. Und da gibt es natürlich erstmal zwei naheliegende Ideen, also Ideen zur Beschleunigung. Die erste Idee wäre, ich habe hier ein lineares Gleichungssystem zu lösen in jedem Schritt. Und wenn ich das mache mit diesem Aufwand von n hoch 3, dann brauche ich diesen Aufwand, um das lineare Gleichungssystem exakt zu lösen. Aber dieses dk, was ich damit ausrechne, das hilft mir ja nur, um von einer iterierten auf die nächste zu kommen. Das heißt, ich bin vielleicht noch gar nicht so nah dran an meinem Optimum. Also warum sollte ich meinen Schritt ganz furchtbar exakt berechnen, wenn das, was dann rauskommt, sowieso nur eine Approximation ist an die Lösung? Man könnte sich ja vorstellen, in den ersten Schritten, wo das x1, x2, x3 ist vielleicht noch so weit weg von dem wahren Minimum, dass es egal ist, ob ich x1, x2, x3 jetzt wirklich bis auf die 10. Kommastelle genau ausrechne. Das würde mir vielleicht auch einfach reichen, es bis auf die erste oder zweite Kommastelle genau auszurechnen, weil ich ansonsten eh noch zu weit weg bin von meinem Minimum. Also Ideen zur Beschleunigung des Newton-Verfahrens wären erstmal natürlich, das Gleichungssystem hier nicht exakt zu lösen, sondern wir wählen uns eine approximative Lösung. Also wir suchen uns etwas, was das lineare Gleichungssystem nur so ungefähr löst. Also Hesse-Matrix an der Stelle xk mal dk muss nicht mehr genau gleich minus dem Gradienten sein, sondern nur noch ungefähr gleich minus dem Gradienten. Also das heißt, anders ausgedrückt, wenn Sie sich das Residuum anschauen zu dieser Gleichung, also wenn wir das beides auf eine Seite bringen, Hesse-Matrix f von xk mal dk plus Gradient f von xk, dann sagt Ihnen das klassische normale Newton-Verfahren, wählen Sie das dk so, dass dieser Ausdruck hier genau gleich 0 ist. Aber vielleicht muss der ja nicht exakt 0 sein, weil wir den dk ja eh noch nicht, also das ist ja eh nur ein Mittel zum Zweck, und später möchten wir vielleicht erst die größere Genauigkeit haben. In der ersten Iteration haben wir die noch gar nicht. Also vielleicht reicht es uns ja, dass das nicht exakt 0 ist, sondern das einfach nur klein ist in irgendeiner Norm, bei uns typischerweise die Euklid-Norm. Ja, diese Verfahren nennt man die sogenannten inexakten Newton-Verfahren. Inexakte Newton-Verfahren. Und die andere Idee, die man haben könnte, nun, wir haben ja nicht nur das Problem der linearen Gleichungssystemlösung, wir haben in vielen praktischen Problemen auch das Problem, wie wir die Hesse-Matrix überhaupt aufstellen. Also je nachdem, wie kompliziert Ihre Funktion f ist, ist das unter Umständen ganz einfach mit Zettel und Stift realisierbar, dann Gradienten und die Hesse-Matrix auszurechnen. Unter Umständen kann das aber auch sehr aufwendig werden. Denken Sie allein schon an das Minimalflächenbeispiel aus den Übungsaufgaben. Da müssen Sie schon ein bisschen arbeiten, um den Gradienten rauszukriegen, und noch viel mehr müssten Sie arbeiten, um wirklich mit Zettel und Stift in die Hesse-Matrix auszurechnen. Das heißt, man könnte auch auf den Gedanken kommen, anstatt zu sagen, ich löse hier das lineare Gleichungssystem nur approximativ, könnte ich auch sagen, ich ersetze die Matrix, die da drin steht, die Hesse-Matrix, durch eine Approximation, die irgendwelche Vorteile hat. Also ich wähle, das sind dann die sogenannten Newton-artige Verfahren, ersetze die Hesse-Matrix an der Stelle xk durch irgendeine andere Matrix hk m r hoch n Kreuz n. Und die muss natürlich irgendwelche Vorteile haben. Also mit dieser Matrix hk muss ich dann das Gleichungssystem lösen. Also und löse mit dieser anderen Matrix hk dk gleich minus Gradient f von xk. Das wären dann die sogenannten Newton-artige Verfahren, und das macht natürlich nur dann Sinn, wenn meine Matrix irgendwelche Vorteile hat.
Also zum Beispiel könnte sie den Vorteil haben, dass sie einfacher aufzustellen ist als die Hesse-Matrix, dass ich die Hesse-Matrix gar nicht berechnen wollte. Oder aber sie könnte den Vorteil haben, dass sie leichter invertierbar ist. Also Sie könnten sich zum Beispiel vorstellen, Sie nehmen sich gar nicht die wahre Hesse-Matrix, sondern Sie nehmen sich die Hesse-Matrix und nehmen sich von der Hesse-Matrix nur die Diagonale. Dann ist das Ganze viel einfacher zu invertieren, als die volle Hesse-Matrix zu invertieren. Trotzdem ist so ein bisschen Information von der Hesse-Matrix ja immer noch dabei. Also vielleicht klappt das Verfahren ja auch dann noch ganz gut, wenn Sie hier einfach diese Approximation an die Hesse-Matrix nehmen. Und die Frage ist, wie kann man das wählen? Also wie klein muss ich hier diesen Residuumsfehler beim inexakten Newton-Verfahren wählen und wie gut muss ich die Hesse-Matrix beim Newton-artigen Verfahren approximieren, damit ich immer noch die Vorteile habe des Newton-Verfahrens. Und die Vorteile des Newton-Verfahrens waren die superlineare Konvergenz. Also wenn ich durch diese Approximation hier die superlineare Konvergenz verliere, dann kann ich es auch gleich lassen, weil dann kann ich auch gleich das Gradientenverfahren nehmen, dann muss ich gar keine linearen Gleichungssysteme lösen. Also was wir hier machen, ist immer unter dem Ziel, wie können wir was approximieren, wie können wir was schneller machen und dabei trotzdem immer noch unsere superlineare Konvergenzgeschwindigkeit behalten. Und wie man das Ganze untersuchen kann, da ist für beide dieser Ideen, sind das die sogenannten Dennis-Moret-Bedingungen, die uns dann eine Antwort darauf geben, wie genau müssen die Approximationen sein, ohne dass mir der Vorteil der superlinearen Konvergenz flöten geht. Und dafür brauche ich vorher noch ein kleines Lemma, das ist Ihnen sicherlich aus der Analysis bekannt. Ich wollte es Ihnen noch einmal aber kurz hingeschrieben haben auch, nämlich dass Sie Lipschitz-Stetigkeit immer aus stetiger Differenzierbarkeit bekommen. Also wenn Sie eine stetige differenzierbare Funktion haben, dann sind Sie automatisch auch Lipschitz-stetig. Also angenommen, Sie haben eine Funktion im Mehrdimensionalen, wir werden es nur brauchen für Funktionen von R hoch n nach R hoch n, es geht natürlich auch nach R hoch m. Im Folgenden wird das Groß F immer der Gradient von Klein f sein. Wenn die stetig differenzierbar ist und Sie haben eine kompakte konvexe Menge, also Groß K Teilmenge R hoch n kompakt und konvex, dann folgt aus stetiger Differenzierbarkeit immer auch die Lipschitz-Stetigkeit auf kompakten Mengen. Dann ist also Groß F auf Groß K Lipschitz-stetig. Und die Idee dahinter ist natürlich, dass wenn Sie ans Eindimensionale denken, dann sagt Ihnen Lipschitz-Stetigkeit ja gerade, dass alle Sekantensteigungen beschränkt bleiben. Durch die stetige Differenzierbarkeit haben Sie das, was Tangentensteigungen gibt. Auf einer kompakten Menge haben Sie entsprechend, dass es maximale Tangentensteigungen gibt. Und diese Sekantensteigung kann nicht höher sein als die Tangentensteigung nach dem Mittelwertsatz im Eindimensionalen. Also von daher haben Sie, wenn Sie die Tangentensteigungen beschränkt kriegen, haben Sie entsprechend auch die Sekantensteigungen beschränkt. Das Ganze gilt auch im Mehrdimensionalen. Also auch hier gilt, dass wir dann Lipschitz-stetig sind, also f von x minus f von y ist kleiner gleich Groß L mal y minus x. Das ist egal wegen den Normstrichen, aber damit das symmetrischer ist, schreibe ich Ihnen vorne auch f von y minus f von x. Das gilt überall in unserer konvexen, kompakten Menge. Und die Lipschitz-Konstante, die kann man auch angeben, die ist nämlich gerade das Maximum der Norm der Ableitung, also im Eindimensionalen die maximale Tangentensteigung, im Mehrdimensionalen entsprechend die Norm der Jacobi-Matrix. Und Sie bräuchten hier nur irgendeine Norm, die mit der Vektornorm verträglich ist. Bei uns in der Vorlesung ist ja immer Normstriche ohne irgendeinen Index dabei, ist die Euklidnorm im R hoch n und für Matrizen entsprechend die von der Euklidnorm induzierte Norm, die misst, um wie viel eine Matrix einen Vektor verlängert in der Norm, also gerade die Spektralnorm. Ja, und Beweis ist natürlich genauso wie im Eindimensionalen. Im Eindimensionalen würden Sie den Mittelwertsatz nehmen. Zu jeder Sekantensteigung existiert eine Tangentensteigung, sodass die gleich sind. Und wir hatten in einem der ersten Videos, hatten wir das eingeführt, was ich immer gerne den Mittelwertsatz im Mehrdimensionalen nenne, nämlich das, was Sie nehmen können, wenn Sie gerne im Eindimensionalen diesen Mittelwertsatz verwendet haben. Was können Sie nehmen, um das Ganze ins Mehrdimensionale zu übertragen? Und das war gerade diese Geschichte, dass f von y minus f von x ist zwar nicht gleich einer der Ableitung f' an einer Zwischenstelle mal y minus x, aber es ist gleich dem Integral über
alle Zwischenstellen. Das hatten wir auch bewiesen gehabt in einer der ersten Videos, einfach indem wir die Funktion auf so eine Verbindungsgerade eingeschränkt haben. Und dann haben wir in jeder Komponente entlang der Verbindungsgerade eine eindimensionale Funktion. Und dann war es einfach Hauptsatz der Differentialen- und Integralrechnung, dass das Integral über die Ableitung gerade die Funktionsdifferenz wurde. Also diesen Ausdruck hier über t integriert und das Ganze mal dem Vektor y minus x, also Matrix eintragsweise aufintegriert, und das Ganze mal den Vektor y minus x gibt ihm f von y minus f von x. Ja, und daraus folgt natürlich sofort die Behauptung. Und beachten Sie nur die kleine Feinheit, die hier mit drin ist. Sie brauchen, dass das k kompakt ist, damit dieses Maximum hier überhaupt existiert, das Maximum von der Norm von f' von x. Und Sie brauchen, dass k konvex ist, damit Sie in diesem bei diesen Zwischenstellen hier das K nicht verlassen. Das heißt, wenn Sie als K eine Menge wählen würden, die nicht konvex wäre, wo Sie entlang von der Verbindungsgerade das K verlassen würden, dann hätten Sie an dieser Stelle nicht mehr Ihr L als Schranke an das F'. Und da das aber nicht der Fall ist, können Sie jetzt entsprechend daraus machen, die Norm von F von Y minus F von X ist gleich die Norm von diesem Ausdruck hier, ist also kleiner gleich die Norm des Integrals mal die Norm des Vektors, Norm ins Integral reingezogen, und dann entsprechend die Norm der Jacobi-Matrix durch L abgeschätzt, und dann steht direkt Behauptung da. Ja, mit dieser kleinen Vorbereitung können wir dann also zu den Dennis-Morey-Bedingungen kommen, die uns gerade sagen, wann konvergieren wir superlinear schnell. Also Satz, die sogenannten Dennis-Morey-Bedingungen. Angenommen, wir haben eine Funktion, dann stellen Sie sich immer vor, wir haben diese Funktion und Sie könnten auf diese Funktion das Newton-Verfahren anwenden. Also angenommen, wir haben eine Funktion klein f vom r hoch n nach r, die sei zweimal stetig differenzierbar. Das brauchten wir ja gerade für das Newton-Verfahren, damit die Hesse-Matrix da vernünftig definiert ist. Also zweimal stetig diffbar. Beim Newton-Verfahren hatten wir ein Minimum, das, ja, wir hatten gezeigt, gab das Newton-Verfahren konvergiert lokal für brave Minima, das heißt für Minima, wo nicht nur die notwendige, sondern auch die hinreichende Bedingung zweiter Ordnung als Minimum erfüllt ist, wo also die Hessen-Matrix positiv definiert ist und nicht nur positiv semi-definiert ist. Nur unter dieser Zusatzbedingung könnten wir Konvergenz vom Newton-Verfahren zeigen. Nehmen wir an, dass das hier auch erfüllt ist. Das definiert brauche ich sogar gar nicht, aber wir brauchen weiterhin, dass wir einen Punkt haben mit invertierbarer Hesse-Matrix. Also sei x-Dach ein Punkt. Denken Sie zum Beispiel an das Minimum beim Newton-Verfahren. Und dieses x-Dach erfülle, dass die Hesse-Matrix an der Stelle x-Dach, dass das eine invertierbare n-Kreuz-n-Matrix ist. Und es sei xk eine Folge, zum Beispiel die, die durch das Newton-Verfahren erzeugt wurde, die gegen das x-Dach konvergiere. Also xk konvergiere dagegen. Also das sei eine Folge von Vektoren im r hoch n, so dass xk gegen x-Dach konvergiere für k gegen unendlich. Und es sei aber so, denken Sie auch da wieder ins Newton-Verfahren, das Newton-Verfahren soll nicht einfach terminiert haben, dass auf einmal ja irgendwann der Gradient schon gleich 0 geworden ist und jeder Schritt einfach auf dem gleichen Punkt bleibt, sondern wir gehen davon aus, dass wir im nicht-trivialen Fall sind, dass also alle xks sich auch wirklich noch von x-Dach unterscheiden, xk ungleich x-Dach für alle k in n. Ja, dann möchten wir gerne, also wenn wir uns vorstellen, das Ganze kommt aus dem Newton-Verfahren, dann wissen wir, beim Newton-Verfahren ist das gegeben, wenn das Newton-Verfahren nicht einfach terminiert ist. Und beim Newton-Verfahren wussten wir, dass diese xks, die konvergieren nicht nur gegen das Minimum, die konvergieren sogar superlinear schnell gegen das Minimum. Und dann die Morey-Bedingungen sagen jetzt aus, dann sind äquivalent die folgenden Bedingungen. Denken wir wieder ans Newton-Verfahren. Beim Newton-Verfahren wäre es ja zum Beispiel so, dass die erste Bedingung, die ich jetzt hinschreibe, die ist erfüllt, nämlich xk, diese Folge, die konvergiert nicht nur einfach so, sondern die konvergiert sogar superlinear schnell gegen x nach. Und wir wissen noch mehr, der Gradient von f an der Stelle x-Dach
der ist gleich 0, das x-Dach ist ja außerdem stationärer Punkt. Also beim Newton-Verfahren wäre das erfüllt. Die Frage ist jetzt, wie stark können wir das Newton-Verfahren abschwächen und so, dass a immer noch erfüllt ist. Also muss für diesen Punkt a, muss dafür gelten, dass diese Schritte, die wir gemacht haben mit dem dcast, die von xk auf xk plus 1 geführt haben, müssen diese dcast dafür die exakten Lösungen sein von dieser Gleichung Hesse-Matrix mal dk gleich minus Gradient. Wenn das als Äquivalent, also wenn ich jetzt darunter schreiben würde, b, xk plus 1 minus xk muss lösen, Hesse-Matrix angewendet auf xk plus 1 minus xk gleich Gradient, dann hätten wir gar keine Chance zum Abschwächen. Dann wäre die superlineare Konvergenz äquivalent dazu, dass wir exakte Lösung unseres gleichen Systems genommen haben. Brauchen wir aber nicht. Es reicht tatsächlich, näherungsweise Lösungen zu nehmen. Und das möchte ich Ihnen gerne in zwei Zwischenschritten aufschreiben, also Teil b. Das gilt. Äquivalent zu A ist nämlich bereits das Folgende, dass nämlich der Gradient von f von xk plus 1, dass der gegen 0 konvergiert. Das muss er natürlich, weil xk konvergiert ja gegen x-Dach und Gradient f von x-Dach soll gleich 0 sein. Also der Gradient f von xk plus 1, der muss gegen 0 konvergieren. Und diese superlineare Konvergenz, da werden wir sehen, die ist tatsächlich äquivalent dazu, dass der Gradient schneller gegen 0 konvergiert, als xk plus 1 minus xk gegen 0 konvergiert. Nehmen wir es für den Moment einfach als ein Zwischenresultat, um von A auf das zu kommen, was uns eigentlich interessiert, nämlich wie genau sollen wir das lineare Gleichungssystem beim Newton-Verfahren lösen, ohne dass wir diese Eigenschaft A verlieren. Und da sieht Teil C, bringt uns da noch ein Stück näher dran. Teil C sagt nämlich zu dieser Eigenschaft superlineare Konvergenz ist äquivalent, dass unser xk plus 1 minus xk, also den Schritt, den wir gemacht haben in unserer Folge, dass der dieses lineare Gleichungssystem löst, Gradient f von xk, allerdings mit einer anderen Hesse-Matrix, nämlich mit der Hesse-Matrix an der Stelle x-Dach, an der Stelle des Minimums, xk plus 1 minus xk. Und zwar muss es das so gut lösen, wie das dieses Residuum hier schneller gegen 0 geht als xk plus 1 minus xk gegen 0 geht. Also das würde bedeuten, angenommen Sie lösen beim Newton-Verfahren nicht das Gleichungssystem, was wir bisher immer gelöst haben, nämlich Hesse-Matrix an der Stelle xk mal dk so gleich minus Gradient von f von xk, sondern angenommen Sie würden das Gleichungssystem lösen, was hier zu der linken Seite gehört. Also Sie würden die Hesse-Matrix im Minimum aus irgendeinem Grund schon kennen. Dann könnten Sie natürlich Ihr lineares Gleichungssystem mit dieser Hesse-Matrix im Minimum lösen. Und dann würde dieser Satz Ihnen sagen, Sie müssen da gar nicht die exakte Lösung von dem resultierenden linearen Gleichungssystem ausrechnen. Sie müssen die Lösung nur so gut ausrechnen, dass in jedem Schritt Sie schneller, also Ihr Residuum, das was noch übrig bleibt, dass die linke Seite nicht exakt gleich 0 ist, der Fehler, den Sie da noch haben in Ihrem linearen Gleichungssystem, der musste nur schneller gegen 0 gehen, als xk plus 1 minus xk gegen 0 geht, dann wäre es auch immer noch so, dass Sie superlinear schnell gegen das x-Dach konvergieren. Bringt uns auch noch nicht so viel, weil wir kennen die Hesse-Matrix im x-Dach jetzt normalerweise nicht. Wir wollen hier gerade das Minimum x-Dach rausfinden und das wäre ja wirklich viel. Da müsste man sich schon ein sehr abstruses Beispiel konstruieren, wo man aus irgendeinem Grund schon wüsste, wie die Hesse-Matrix im Minimum ist, obwohl man das Minimum eigentlich auch gar nicht kennt. Aber Teil D gibt es auch noch. Diese ganze Geschichte gilt auch mit dem Residuum, das tatsächlich auftaucht bei Newton, denn es ist ebenfalls äquivalent zu lösen. Gradient f von xk plus Hesse-Matrix f von xk mal xk plus 1 minus xk, dass dieser Ausdruck hier, das wäre ja jetzt gerade das Residuum, was wir beim Newton-Verfahren gelöst haben. Beim Newton-Verfahren haben wir gerade xk plus 1 so bestimmt, dass dieser Ausdruck, der hier steht, gleich 0 ist. Also wenn ich hier gleich 0 hinschreiben würde, dann wäre klar, dann hätte ich aus b mit gleich 0 daneben geschrieben, würde a folgen, denn wir wissen, beim Newton-Verfahren konvergieren wir superlinear schnell gegen x-Dach, also mit gleich 0 ist es klar. Die Frage ist, wie viel kann ich dieses gleich 0 abschwächen? Und immer noch die superlineare Konvergenz haben. Also wie genau muss das xk plus 1 minus xk, wie genau muss das dieses Matrix mal Vektor gleich Vektor System lösen? Und da kommt das Gleiche raus, was in C steht. Es muss es so gut lösen, dass
es schneller im Laufe der Iteration schneller gegen 0 geht, als xk plus 1 minus xk gegen 0 geht. Das heißt also, das ist etwas, wenn Sie, das ist noch nicht so, wie wir es am Ende auch implementieren, aber es ist schon nah, fast schon sehr nah dran. Sie könnten jetzt also sagen, Sie lösen das lineare Gleichungssystem, zum Beispiel mit irgendeinem iterativen Verfahren. Ein paar haben wir kennengelernt in die Einführung in die Numerik. Wenn Sie bei mir das Seminar besuchen, kennen Sie vielleicht auch noch das CG-Verfahren. Wir lösen das zum Beispiel im CG-Verfahren oder Jacobi oder Gauss-Seidel-Verfahren, wenn Sie nur die kennen, und hören nach ein paar Schritten auf. Und dann gucken wir uns an, nach ein paar Schritten, das xk plus 1, was dann rauskommt, gekommen ist, da können wir zumindest im Nachhinein nachprüfen, ob diese Bedingung D gilt. Also wir könnten es einsetzen in das Residuum, könnten gucken, ob das dann geteilt durch xk plus 1 minus xk, ob das zum Beispiel kleiner gleich irgendeiner vorgegebenen Nullfolge ist. Und wenn das erfüllt ist, dann wüssten wir tatsächlich, wir haben immer noch die superlineare Konvergenz. Es wird tatsächlich noch ein bisschen leichter gehen. Also wir werden uns im nächsten Video diese Geschichte noch ein bisschen mehr abschwächen. Aber in dieser Form sind die Denz-Moré-Bedingungen so, dass wir sie sowohl für quasi Newton-Verfahren als auch fürs Inexakte gut gebrauchen können. Ja, den Satz möchte ich Ihnen gerne noch zu Ende beweisen in diesem Video. Und dann überlegen wir uns, also wir machen das tatsächlich so, dass wir erstmal von vorne nach unten runtergehen. Also überlegen wir uns erstmal, warum folgt aus A B. Also Beweis angenommen. A gelte. A war, dass wir superlinear schnell gegen x-Dach konvergieren und x-Dach ein stationärer Punkt von f ist. Also wir zeigen zuerst A auf B sei xk gegen x-Dach superlinear schnell konvergierend und es sei der Gradient f an der Stelle x-Dach gleich 0. Warum gilt dann die Aussage, die wir in B stehen hatten? Also warum gilt dann, dass der Gradient von f von xk plus 1, dass der schneller gegen 0 gehen muss, als xk plus 1 minus xk gegen 0 geht? Dafür überlegen wir uns erstmal, wie schnell geht denn oder was wissen wir denn über xk plus 1 und xk? Wir haben ja durch die superlinear schnelle Konvergenz, wissen wir, wie sich xk plus 1 zu x-Dach verhält im Vergleich dazu, wie sich xk zu x-Dach verhält. Also wir wissen wegen der superlinearen Konvergenz, da wissen wir, dass xk plus 1 minus x-Dach, das geht schneller gegen 0 als xk gegen x-Dach konvergiert, also als xk minus x-Dach gegen 0 konvergiert. Das heißt, dieser Ausdruck hier, der konvergiert noch gegen 0, weil wir superlinear schnell konvergieren. Das war ja gerade die Definition von superlinearer Konvergenzgeschwindigkeit. Nun, wenn dieser Ausdruck gegen 0 geht, dann heißt das also, der wird kleiner als jede Konstante. Das heißt, xk plus 1 minus x-Dach ist kleiner gleich jede Konstante mal xk minus x-Dach, wenn Sie das k nur groß genug wählen. Anders ausgedrückt, die Konvergenzrate konvergiert gegen 0. Wenn gelten würde xk plus 1 minus x-Dach kleiner gleich 1/2 xk minus x-Dach, dann wäre das ja gerade linear konvergent mit Konvergenzrate 1/2. Superlinear konvergent heißt gerade, wir unterschreiten jede dieser Raten. Insbesondere, und das reicht uns für das folgende Argument, unterschreiten wir die Rate 2. Also insbesondere folgt hieraus, dass für hinreichend große k gilt, xk plus 1 minus x-Dach ist irgendwann immer kleiner gleich 1/2 xk minus x-Dach. Das gilt für hinreichend große k, also fast alle k, wenn ich mal, nachdem ich endlich viele Schritte gemacht habe, aber ist meine Konvergenzrate irgendwann so schnell, dass sie schneller ist als 1/2. Würde auch gelten mit jeder anderen Zahl hier als 1/2. Ich könnte ja auch ein Zehntel, ein Hundertstel oder ein Tausendstel hinschreiben, aber für das folgende Argument brauchen wir noch 1/2. Denn wir können jetzt abschätzen, wie nah das xk plus 1 und das xk zusammen sind. Und das machen wir am einfachsten so, dass wir uns angucken, dass xk minus x-Dach, da können wir ja einen xk plus 1 mit einschieben, also xk minus x-Dach wäre ja gerade kleiner gleich xk plus 1 minus xk. Und dann müsste ich in diesem Ausdruck hier noch minus x-Dach und minus xk einschieben oder minus in Klammern x-Dach minus xk. Und dann hätten wir also entsprechend mit Dreiecks- und Gleichung auseinandergenommen, dass das kleiner gleich ist. Xk plus 1 minus xk plus xk plus 1 minus
x-Dach, also von xk direkt zu x-Dach zu gehen, ist ein kürzerer Weg als von xks zu xk plus 1 zu gehen, dann von xk plus 1 nach x-Dach zu gehen. Ja, xk plus 1 minus x-Dach haben wir gerade abgeschätzt durch 1 halb mal xk minus x-Dach. Und jetzt sehen Sie, warum ich da so ein 1 halb gerne haben wollten. Jetzt können wir nämlich das xk minus x-Dach einfach auf die andere Seite bringen und haben deswegen, und haben dann also das 1 halb xk minus x-Dach kleiner gleich ist xk plus 1 minus xk. Also 1 halb xk minus x-Dach ist kleiner gleich xk plus 1 minus xk. Und diese Geschichte gilt für alle bis auf endlich viele, ab einem gewissen k oder für hinreichend große klein k. In n lässt sich das am kürzesten schreiben. Ja, wir wollten eigentlich darauf hinaus, was, ich sehe das nochmal kurz einblende, in dieser Teil b, was der Gradient macht. Wie kommen wir vom Gradienten jetzt dahin zurück? Nun, dafür hilft uns gerade dieses Lemma, was wir gerade schnell bewiesen haben, dass nämlich Lipschitz-Stetigkeit folgt aus stetiger Differenzierbarkeit. Das heißt, wir können das, was der Gradient macht, an einer Stelle xk plus 1 oder an einer Stelle genau xk plus 1, da brauchten wir es ja gerade, Gradient von xk plus 1, das musste schneller, soll schneller gegen 0 gehen als xk plus 1 minus xk gegen 0 geht. Und da können wir Lipschitz-Stetigkeit mit reinbringen, weil der Gradient an der Stelle xk plus 1, den können wir vergleichen mit der Gradienten an der Stelle x-Dach, da wissen wir, der ist gleich 0. Und das ist mit Lipschitz-Stetigkeit kleiner gleich xk plus 1 minus x-Dach. Das heißt, das bringt uns auf bekannte Größen zurück. Damit wir das machen können, müssen wir noch kurz klären, dass wir wirklich in dem Bereich sind, wo Lipschitz-Stetigkeit aus stetiger Differenzierbarkeit folgt. Also haben wir da irgendwo eine kompakte und konvexe Menge, die uns reicht zu betrachten. Aber die haben wir natürlich, denn wir wissen ja, unsere Folge, die wir hier haben, xk, die konvergiert. Und wenn die konvergiert, dann heißt das insbesondere, die ist beschränkt. Also die geht nicht beliebig weit nach außen. Das heißt, es gibt also einfach, nehmen Sie sich eine große abgeschlossene Kugel, dann, wenn Sie die groß genug machen, sind irgendwann alle xks da drin. Aber da xk beschränkt, weil konvergent, existiert eine große abgeschlossene Kugel, also irgendeine Kugel BR von 0. So, dass die alle xks da drin sind, also alle xks in BR0 drin liegen. Und ja, die müssen Sie aber noch nicht mal größer machen. Der Grenzwert liegt dadurch, dass die abgeschlossen ist, liegt sogar automatisch auch drin. Das heißt, hier haben wir eine große abgeschlossene Kugel, die ist abgeschlossen und beschränkt im endlichdimensionalen. Also das heißt, das ist eine kompakte Menge und es ist eine Kugel, also von daher ist die auch trivialerweise konvex. Ja, also das bedeutet, wir können Lipschitz-Stetigkeit tatsächlich benutzen. Wir wissen jetzt also, es existiert ein L, sodass, und daraus folgt, es existiert ein groß L größer 0, sodass unser Gradient von f von xk plus 1 minus den Gradienten von f von x-Dach, sodass dieser Ausdruck hier kleiner gleich ist L mal xk plus 1 minus x-Dach. Und das ist schon fast der Ausdruck, den ich gerne haben wollte, den ich untersuchen wollte, weil der Gradient von f von x-Dach, da weiß ich ja, dadurch, dass a gilt, dass der einfach gleich 0 ist. Also hier steht einfach der Gradient von f an der Stelle xk plus 1. Und was ich gerne beweisen wollte, war dieser Teil b, dass dieser Gradient an der Stelle xk plus 1 schneller gegen 0 geht, als xk plus 1 minus xk gegen 0 geht. Also teile ich das Ganze noch durch den Gradienten, durch xk plus 1 minus xk. Entsprechend hier genauso xk plus 1 minus xk, xk plus 1 minus xk. Jetzt gehen die Zeichen hier gerade noch ein bisschen niedriger, dann passt das auch richtig. Ja, dieser Ausdruck, der hier ganz rechts
steht, den haben wir ja eben gerade erst abgeschätzt. Da haben wir ja gerade gezeigt, dass, wir haben es noch vor Augen, dass xk plus 1 minus xk, dass das größer gleich ist 1/2 Norm xk minus x dach. Noch mal kurz zurück, da hatten wir es gerade stehen gehabt, also entsprechend hier 1/2 xk minus x dach ist kleiner gleich xk plus 1 minus xk. Das ist ja genau das, was ich jetzt hier brauche. Also xk plus 1 minus xk ist größer gleich 1/2 xk minus x dach. Und das heißt also, es steht hier im Nenner, dann ist das also nach der letzten Folie kleiner gleich 1/2 mal, also 1/2 im Nenner gibt mir eine 2 im Zähler und xk minus x dach stand hier im Nenner und im Zähler haben wir entsprechend 2l xk plus 1 minus x dach. Ja, und den Ausdruck, der da steht, den kennen wir natürlich. Das ist ja gerade superlineare Konvergenz, dass dieser Ausdruck hier gegen 0 konvergiert. Und das bedeutet, wir haben gezeigt, wenn a gilt, wenn wir superlinear schnell gegen, ja, wenn wir superlinear schnell gegen dieses x-Dach, gegen den stationären Punkt x-Dach konvergieren, dann muss auch der Gradient von unseren Iterierten mit einer gewissen Geschwindigkeit schnell gegen 0 konvergieren. Warum gilt das Umgekehrte? Also warum folgt aus B auch A? Also wenn der Gradient schnell genug gegen 0 konvergiert, warum konvergiert dann auch die Folge schnell genug gegen x Dach? Wir wissen schon, dass sie konvergiert, das steckt in unserer Voraussetzung drin, aber dass die superlinear schnell konvergiert, warum folgt das daraus, dass wir etwas über den Gradienten wissen? Also warum folgt aus B auch A? Wir haben ja behauptet, dass alle vier Punkte zueinander äquivalent sind, also müsste aus B auch A folgen. Nun, wir wissen also, sei der Gradient f von xk plus 1, der gehe schneller gegen 0 als xk plus 1 minus xk gegen 0 konvergiert. Und um damit rumzurechnen, es ist praktisch, dem wirklich einen Namen zu geben. Also wir wissen, dass der Gradient f von xk plus 1, diese Geschichte hier, geteilt durch die Norm von xk plus 1 minus xk, da wissen wir, das konvergiert gegen 0 nach unserer nach b, wenn wir jetzt annehmen, dass b gilt und a zeigen wollen. Und diesem Ausdruck möchte ich gerne einen Namen geben, dann können wir gleich besser damit rechnen, den nenne ich Epsilon k. Also diese Werte hier sind reelle Zahlen und wir wissen, die konvergieren gegen 0. Was wir zeigen müssen in a ist, dass die Konvergenzgeschwindigkeit, wie schnell das xk gegen x-Dach konvergiert. Also wir wissen schon, es konvergiert, aber wir wissen noch nicht, aber wir müssen zeigen, es konvergiert superlinear schnell. Und wir müssen zeigen, der Gradient an der Stelle x-Dach ist gleich 0. Das Letzte ist einfach, denn es folgt ja einfach, dass, also insbesondere wenn Sie sich das angucken hier mit dem Epsilon k, gilt ja, dass der Gradient f von x Dach, der ist ja einfach gleich dem Limes. F ist ja stetig differenzierbar, sogar zweimal stetig differenzierbar, k gegen unendlich Gradient f von xk und genauso natürlich Gradient f von xk plus 1 und das geht schneller gegen, das geht gegen 0, sogar noch wenn Sie es durch 0 Nullfolge teilen. Insbesondere geht es also auch gegen 0, das heißt der Gradient von f von x Dach ist gleich 0, also stationären Punkt. Den zweiten Teil der Aussage von a haben wir direkt geschenkt bekommen. Die Frage ist, warum konvergiert schnell genug? Also warum konvergiert es tatsächlich superlinear schnell, was ja auch noch behauptet war im a? Und an der Stelle müssten wir nochmal ausnutzen, was wir gezeigt haben im Rahmen vom Newton-Verfahren. Nämlich diese Geschichte, dass wenn wir eine Nullstelle hatten mit invertierbarem Jacobi-Matrix, dann ist es in der kleinen Umgebung die einzige Nullstelle und dann gilt so eine Art Lipschitz-Stetigkeit für die inverse Funktion, dass nämlich, wenn Sie sich weiter entfernen von der Nullstelle, dann müssen Sie sich auch mit der Funktion entsprechend entfernen. Also im Eindimensionalen, wenn Sie eine Nullstelle haben einer Funktion und Sie gehen da mit einer Nicht-Null-Ableitung durch, zum Beispiel einer positiven Ableitung, dann sind sie also mit einer gewissen Steigung da durchgegangen, dann kommen sie also auch eine gewisse, ja, ein gewisses Stück hoch, wenn sie ein Stück nach rechts gehen. Das Ganze hatten wir formuliert als Lemma im Kontext des Newton-Verfahrens einfach noch für Gleichungs. Systeme. Da hatten wir gezeigt, wenn die Jacobi-Matrix invertierbar ist, dann können Sie entsprechend um die Nullstelle herum die Funktionswerte abschätzen, nach unten dadurch, wie stark Sie mit dem Argument zur Seite gegangen sind. Das gilt natürlich auch hier. Die Jacobi-Matrix von der Funktion der Nullstelle wir suchen. Hier natürlich dann die Hesse-Matrix, die Jacobi-Matrix des Gradienten, von dem wir die Nullstelle, die wir gerade suchen. Also, das heißt, wir wissen,
die Hesse-Matrix an der Stelle f von x dacht, das hatten wir mit vorausgesetzt gehabt in dem Satz, die ist invertierbar. Und daraus folgt eins der Lemmata, die wir hatten im Kontext beim Newton-Verfahren für Gleichungssysteme, dass eine konstante Gamma größer 0 existiert, sodass Gradient f von xk plus 1 größer gleich ist Gamma mal xk plus 1 minus x dacht, also eine Art umgedrehte Lipschitz-Stetigkeit. Links könnten wir minus Gradient f von x dacht reinschreiben, das wäre ja gerade gleich 0. Und diese Geschichte hatten wir gezeigt in dem Lemma, gilt in einer kleinen Umgebung der Nullstelle von der Funktion, um die es geht. Jetzt ist das x dacht ist die Nullstelle, um die es geht, und die xk plus 1 kommen natürlich in jede Umgebung rein, denn wir wissen ja, die konvergieren dagegen. Das heißt, wenn die xk plus 1 so nah dran sind, dass sie die Umgebung betreten haben, wo die entsprechende Abschätzung gilt, dann gilt die Abschätzung. Also das gilt für hinreichend große Ks, wenn nämlich die xk plus 1 hinreichend nah an x dacht dran liegen. Also diese Geschichte hier gilt wieder für hinreichend und umständlich für die ersten Ks, aber irgendwann gilt die für hinreichend große. Klein k in n. Ja, und das können wir jetzt wieder nutzen, um abzuschätzen zwischen Gradient und dem xk plus 1 minus x dacht. Also so wie wir von a auf b benutzt haben, die Lipschitz-Stetigkeit von Gradient und von f, benutzen wir hier jetzt die inverse Lipschitz-Stetigkeit. Das ist nämlich, wenn Sie so wollen, der Gradient von f. Wenn der eine Umkehrfunktion hätte, dann wäre das, was wir hier hingeschrieben haben, ja gerade die Lipschitz-Stetigkeit der Umkehrfunktion. Also wir benutzen die Abschätzung jetzt in die andere Richtung und jetzt können wir es mehr oder weniger analog zu a auf b einfach von hinten nach vorne machen. Also wir können jetzt damit abschätzen, was macht xk plus 1 minus x dacht. Wir müssen ja darauf hinaus, dass xk plus 1 minus x dacht geteilt durch xk minus x dacht, dass das gegen 0 konvergiert. Superlineare Konvergenz müssen wir zeigen. Also den Ausdruck hier müssen wir nach oben abschätzen und dabei irgendwie unsere Annahme benutzen, dass die ganz oben noch steht auf dieser Folie hier. Also dann müssen wir erstmal mit dem, was wir gerade verwendet haben, dass für hinreichend große n gilt, dass xk plus 1 minus x dacht kleiner gleich ist 1 durch Gamma mal den Gradienten von f von xk plus 1. Und an der Stelle ist es nützlich, diese Epsilon Ks oben eingeführt zu haben, denn das können wir jetzt umschreiben. Was hier steht, wäre ja nichts anderes als Epsilon K geteilt durch Gamma. Mit dem Epsilon K habe ich den Gradienten schon mit drin und das, was hier im Nenner steht, das müsste ich noch damit multiplizieren, damit ich Gleichheit habe, also mal die Norm xk plus 1 minus xk. Das heißt, so haben wir das xk plus 1 minus x dacht schon mal zurückgeführt und abgeschätzt durch xk plus 1 minus xk. Die Frage ist, wie kriegen wir jetzt das xk minus x dacht mit rein? Naja, und dafür schieben wir es natürlich einfach erstmal mit Reizungleichung mit ein. Also dieser Ausdruck hier ist kleiner gleich epsilon k durch Gamma xk plus 1 minus x dacht plus epsilon k durch Gamma mal xk minus x dacht. Und damit sind wir fertig, denn dieses xk plus 1 minus x dacht, was hier rechts steht, das hat eine Konstante davor, die immer kleiner wird. Epsilon k geht ja gegen 0, also ist es insbesondere irgendwann kleiner als 1 und bringen es auf die andere Seite, teilen entsprechend durch 1 minus diese Konstante und dann kriegen wir eine Abschätzung für xk plus 1 minus x dacht durch xk minus x dacht. Also was wir dafür nur machen müssen, ist, dass für hinreichend große k ist diese Konstante irgendwann so klein, dass wir es auf die andere Seite bringen können. Nehmen wir wieder ein halb. Also für hinreichend große k ist epsilon k durch Gamma irgendwann kleiner gleich ein halb. Und dann gilt, dass xk plus 1 minus x dacht kleiner gleich ein halb xk plus 1 minus x dacht. Bringen wir es gleich auf die linke Seite. Dann steht da ein halb xk plus 1 minus x dacht ist kleiner gleich epsilon k durch gamma xk minus x dacht, also ist ein halb auch gleich noch auch wieder nach rechts gebracht, dann kommt raus xk plus 1 minus x dacht ist also kleiner gleich 2 mal epsilon k durch gamma mal xk minus x dacht. Ja, und das ist ein Ausdruck,
der offensichtlich schneller gegen 0 geht als xk minus x-Dach gegen 0 geht. Denn wenn Sie den teilen durch xk minus x-Dach, dann bleibt da immer noch das Epsilon k stehen, was entsprechend gegen 0 konvergiert. Also a und b sind zueinander äquivalent. Wir wissen, superlineare Konvergenz bedeutet nicht nur, dass die xks ganz, ganz schnell gegen das x-Dach konvergieren müssen, sondern es bedeutet auch, dass der Gradient f von xk sehr, sehr schnell oder schneller als xk plus 1 minus xk gegen 0 konvergieren muss. Wie kriegen wir daraus die etwas praktischer, die praktisch bedeutsameren Teile C und D hin? Also C und besonders D war ja das, was wir dann für die Implementierung benutzen wollen, dass wir eben unser Gleichungssystem nicht perfekt exakt lösen müssen. Dafür gehen wir von, als nächstes von B auf C und dann machen wir gleich beide Richtungen. Also B auf C. Ich blende es Ihnen nochmal ein. Die Frage ist, was hatte der Gradient, wie schnell der Gradient gegen 0 konvergiert? Was hat das damit zu tun, wie schnell dieses lineare Gleichungssystem gelöst wird? Oder wie gut dieses lineare Gleichungssystem von dem xk plus 1 minus xk gelöst wird? Um da den Zusammenhang hinzukriegen, können wir ausnutzen, dass dieses lineare Gleichungssystem, das war ja gerade, das kam ja gerade aus einer Taylor-Approximation. Das heißt, Sie haben an den, die Funktion Gradient f gleich 0, die haben die Nullstelle von Gradient f gesucht mit dem Newton-Verfahren. Im Newton-Verfahren macht nichts anderes, als in jedem Iterationsschritt die lineare Taylor-Näherung zu benutzen. Dementsprechend können wir das ausnutzen, um bei b und c da die entsprechende Äquivalenz zu zeigen. Da können wir nämlich uns überlegen, dass der Gradient f von xk plus 1, das ist ja der, der in b vorkommt, der hat etwas zu tun mit dem Gradienten im letzten Schritt, Gradient f xk. Und dann wäre es, also wenn jetzt Taylor-Approximation Effekt gelten würde, wäre, würde ich da einfach dahinter schreiben, plus Hesse-Matrix an der Stelle f von xk plus 1 minus xk. Das gilt aber nicht exakt, sondern das gilt auch nicht an einer Zwischenstelle einfach nur, aber wie üblich, dann, wenn, wir, also wenn, das, wenn ich es Ihnen gerne an einer Zwischenstelle hinschreiben würde, schreibe ich Ihnen stattdessen den Integralausdruck hin, dahin, nämlich den mehrdimensionalen Mittelwertsatz. Das Gleichheitszeichen gilt nämlich, wenn ich hier hinschreibe, plus das Integral über die Jacobi-Matrix dieser Funktion Gradient f. Und die Jacobi-Matrix von Gradient f war die Hesse-Matrix an der von f an Zwischenstellen xk plus t mal xk plus 1 minus xk und diese Geschichte hier mal xk plus 1 minus xk. Ich nehme das gleich aus dem Integral raus. Xk plus 1 minus xk. Auf die Art und Weise gilt tatsächlich Gleichheit, wenn wir da über alle Zwischenstellen integrieren von 0 bis 1, sodass unsere Zwischenstellen da von xk bis xk plus 1 laufen. Ja, wie bringen wir an der Stelle das Gleichungssystem rein, was da in C steht? In C steht sowas Ähnliches wie das, was hier steht, da. Nur statt diesem Integral mit dem Integral über dt steht bei C die Hesse-Matrix an der Stelle x-Dach. Also an C steht drin, dass wir das Gleichungssystem zumindest relativ gut lösen müssen. Gradient f von xk plus 1 gleich Gradient f von xk plus Hesse-Matrix an der Stelle x-Dach, xk plus 1 minus xk. Also bringen wir das an der Stelle mit rein und schreiben uns dieses, ja, genau diesen Ausdruck einmal mit rein. Dann hätten wir hier also stehen, schreiben wir es gleich mit einem Minus rein. Also ich mache an der Stelle, jetzt mache ich einen Plus Hesse-Matrix an der Stelle, ich schreibe es mal einmal hin, vielleicht weniger verwirrend. Also um jetzt den Ausdruck mit reinzubringen, den ich bei C auch drin stehen habe, hätte ich eigentlich gerne stehen plus Hesse-Matrix f von x-Dach mal xk plus 1 minus xk und entsprechend minus Hesse-Matrix fx-Dach xk plus 1 minus xk, damit das Gleichheitszeichen weiterhin stimmt. Ja, der erste und dritte Term ist gerade das, was Ihnen hier, was ich Ihnen hier wieder eingeblendet habe, was in C steht. Also in C steht gerade, dass die Seite links gleich das erste Term, erster Summand und dritter Summand von der rechten Seite, bis auf einen gewissen Fehler. Auf der anderen Seite in B steht, dass diese linke Seite, dass die in einer gewissen Geschwindigkeit gegen 0 konvergieren. Also um das zu vergleichen, müssen wir diesen zweiten und den vierten Term uns überlegen, wie verhalten die sich zueinander. Also nehmen wir den zweiten und vierten Summanden raus, das blende ich Ihnen wieder aus und wir wären hier also gleich, schreiben wir das vielleicht direkt oben hin, wir hätten dieses Integral 0 bis 1
und dann die Hesse-Matrix an der Zwischenstelle xk plus t xk plus 1 minus xk. Den Ausdruck hier, ja, den möchte ich gerne mit xk über t integrieren, mal xk plus 1 minus xk nehmen und dann entsprechend den vierten Term mit Hesse-Matrix an der Stelle x' verrechnen. Dafür kann ich natürlich das xk plus 1 minus xk, das kann ich nach rechts ausklammern. Also ich könnte dieses Integral jetzt minus die Hesse-Matrix nehmen. Ich kann die Hesse-Matrix aber natürlich auch mit unter das Integral schreiben, denn Hesse-Matrix ist natürlich dasselbe wie Hesse-Matrix über t, was gar nicht drin enthalten ist, integriert von 0 bis 1. Das heißt, ich kann an der Stelle hier minus Hesse-Matrix f von x' mit ins Integral schreiben, diesen Ausdruck hier integrieren und das Ganze mal xk plus 1. Minus xk gibt mir gerade oben den zweiten und vierten Summanden. Und was noch übrig bleibt, ist dieser Teil, der auch in C vorkommt, nämlich Gradient f von xk plus die Hesse-Matrix f an der Stelle x' mal xk plus 1 minus xk. Ja, intuitiv würden wir annehmen, dass was da steht, was im Integral steht, was wir da integrieren, das wird wahrscheinlich gegen 0 konvergieren, denn das xk konvergiert ja gegen x-Dach, xk plus 1 konvergiert gegen x-Dach, also ist diese Hesse-Matrix an diesen Zwischenstellen ausgewertet, wird, wenn xk und xk plus 1 immer näher an x-Dach dran liegen, wird immer näher, wird es auch selber immer näher an x-Dach dran liegen, Hesse-Matrix f ist stetig, also von daher wird der Integralausdruck, der da steht, der wird schon gegen 0 konvergieren und der wird sogar schneller gegen 0 konvergieren, als xk plus 1 minus xk gegen 0 konvergiert, denn der Integralausdruck geht gegen 0, xk plus 1 minus xk geht gegen 0, also das Produkt von beiden schneller als nur der einzelne Faktor. Machen wir das noch ganz sauber, dass wir da diese Stetigkeit wirklich ausgenutzt haben. Also wir bräuchten unsere Delta-Epsilon-Definition der Stetigkeit auszunutzen, wüssten wir, dass die Hesse-Matrix, die Differenz zweier Hesse-Matrizen, die unterschreitet jedes vorgegebene Epsilon, wenn, also die eine Hesse-Matrix an der Stelle x-Dach, wenn der andere Punkt nur bis auf ein Delta nah dran kommt an mein x-Dach. Also gucken wir uns an, wie ist das da an der Stelle, wie nah kommen wir mit der Zwischenstelle dran. Wir wissen ja, xk konvergiert gegen x-Dach und daraus folgt, wenn wir die Zwischenstelle vergleichen, xk plus t, xk plus 1 minus xk, wenn wir diesen Ausdruck hier vergleichen mit x-Dach und uns davon die Norm angucken und schauen, wie weit sind wir da höchstens weg, also das Supremum über diese Norm t n 0 1. Dann können wir das Ganze natürlich leicht abschätzen, weil dieser Ausdruck hier, das wäre ja gerade 1 minus t mal xk und entsprechend das vom x-Dach kann ich mir auch ein 1 minus t rausnehmen, also 1 minus t mal xk minus x-Dach und dasselbe mit xk plus 1 plus t mal xk plus 1 und entsprechend t mal x-Dach, dann sehen Sie, wir haben insgesamt 1 minus t x-Dach links und t x-Dach rechts rausgenommen, also hier steht tatsächlich gleich und entsprechend könnte ich mit Dreiecksungleichung das jetzt einfach abschätzen, also dieses Supremum wäre dann kleiner gleich Norm 1 minus t xk minus x-Dach, 1 minus t können Sie meinen Betrag rausziehen aus der Norm, gegen Supremum abschätzen ist höchstens 1, dasselbe mit dem hinteren Term t abgeschätzt durch nach oben gegen 1, bleibt also übrig, dass wir kleiner gleich sind xk minus x-Dach in der Norm plus xk plus 1 minus x-Dach in der Norm und das konvergiert dann natürlich gegen 0, weil xk gegen x-Dach konvergiert. Nennen wir den Ausdruck Delta k und dann wissen wir ja, dass unsere Hesse-Matrix stetig ist. Wir hatten das f als stetig differenzierbar vorausgesetzt, also wir wissen, dass, das mache ich Ihnen vielleicht schon auf die nächste Seite, wir wissen, Hesse-Matrix f ist stetig, das heißt insbesondere sind wir stetig im Punkt x-Dach und daraus folgt also, dass wenn wir uns angucken, dieses Supremum, was kann da schlimmstenfalls passieren in dem Integralausdruck, da steht ja drin die Hesse-Matrix an der Zwischenstelle xk plus t mal xk plus 1 minus xk minus die Hesse-Matrix an der Stelle x-Dach. Dieser Ausdruck hier, das sind also alles Ausdrücke, wo ich nichts anderes gemacht habe, als das Supremum zu nehmen von der Hesse-Matrix f an irgendeiner Stelle xi, nämlich gerade dieser Zwischenstelle, das verglichen habe
mit der Hessen-Matrix an der Stelle x dach. Und das Xi habe ich genommen aus einer kleinen Delta-K-Kugel um x dach herum. Genau das haben wir ja gerade gezeigt. Die Zwischenstelle ist nicht weiter als ein Delta-K entfernt von x dach und die Delta-Ks konvergieren gegen 0. Und deswegen, und da reicht uns jetzt tatsächlich die einfache Stetigkeit im Punkt x dach, weil die Stetigkeit im Punkt x dach sagt uns, dass wir für jedes Epsilon, mit diesem Ausdruck hier jedes Epsilon unterschreiten, wenn das Delta nur klein genug wird. Also geht dieser Ausdruck entsprechend gegen 0, wenn die Deltas gegen 0 gehen. Und das hatten wir gerade gezeigt, die Delta-Ks gehen gegen 0. Ja, also dieses Supremum geht gegen 0. Daraus folgt dann also auch, dass dieser Integralausdruck gegen 0 geht. Also das heißt, der Integralausdruck Hesse-Matrix f von xk plus t mal xk plus 1 minus xk, der ganze Ausdruck minus Hesse-Matrix an der Stelle x dach. Davon wissen wir, das Supremum geht gegen 0. Dann können wir also das Integral abschätzen durch das kleiner gleich das Integral über das Supremum. Das ist also kleiner gleich einmal das Supremum und das ist dann also entsprechend etwas, was gegen 0 konvergiert. Und damit haben wir aber gezeigt, wenn Sie nochmal an die Folie vorhin zurückdenken, da stand ja gerade das, was wir in C zeigen wollten, nämlich Gradient f von xk plus 1 auf der linken Seite. Dann hatten wir da diesen langen Integralausdruck stehen und wir hatten darunter stehen Gradient f von xk plus Hesse-Matrix f von x dach mal xk plus 1 minus x dach, sondern xk. Ja, und außerdem stand da noch der lange Integralausdruck mal xk plus 1 minus xk. Der lange Integralausdruck, der konvergiert aber gegen 0. Das heißt, hier steht noch etwas, was 0 Folge mal xk plus 1 minus xk ist. 0 Folge mal xk plus 1 minus xk ist also einfach eine Funktion, die schneller gegen 0 geht, die auch noch dann gegen 0 geht, wenn Sie sie durch xk plus 1 minus xk geteilt haben. Ja, und wenn Sie sich an der Stelle jetzt nochmal zurückerinnern, was B und C war, B besagte gerade, dass die linke Seite, die hier steht, dass die gleich ist O von xk plus 1 minus xk. Ich blende es eben kurz ein. Also B war gerade Gradient f von xk plus 1 ist gleich klein O von xk plus 1 minus xk. Also wenn B gilt, dann ist also die linke Seite etwas, was klein o xk plus 1 minus xk ist. Dann bringen Sie das mit auf die rechte Seite. Dann steht da also, dass diese rechte, oder bringen Sie das klein o von der rechten Seite mit auf die linken Seite. Dann steht da, dass auch diese rechte Seite, Gradient plus Hesse-Matrix mal Differenz der Vektoren, dass das gleich ist, o klein o von xk plus 1 minus xk. Also daraus folgt, aus b folgt c. Denn wenn die linke Seite gleich klein o xk plus 1 minus xk ist, ist entsprechend der Term rechts das auch. Und dasselbe gilt natürlich auch umgekehrt. Wenn c gilt, dann ist dieser Ausdruck, der hier steht, ja klein o von xk plus 1 minus xk, also ist die linke Seite Gradient f von xk plus 1 gleich klein o xk plus 1 minus xk. Also damit ist gezeigt, dass b und c zueinander äquivalent sind. Ja, fehlt noch der letzte Teil, Teil D. Wir möchten ja gar nicht diese Gleichungssysteme lösen mit der Hesse-Matrix an x dach. X dach kennen wir ja nicht. Wir möchten diese Gleichungssysteme lösen mit der Hesse-Matrix an unserer Stelle xk. Warum ist das ebenfalls äquivalent dazu, was wir schon bewiesen haben? Also warum ist D äquivalent zu C, wo fast dasselbe steht, also in beiden Ausdrücken. Der einzige Unterschied ist, dass in dem einen Gradient von f von x, Hesse-Matrix f von xk steht, an der anderen Stelle Hesse-Matrix an der Stelle x dach. Das kriegen wir ebenfalls direkt die Äquivalenz hin. Wir wissen ja, dass die Hesse-Matrix f von xk, das ist ja in Limes das gleiche wie die Hesse-Matrix an der Stelle f von x dach. Xk gegen x dach war vorausgesetzt überhaupt im ganzen Satz und die Hesse-Matrix ist stetig. Ja, und dementsprechend wäre also die Differenz von dem, was da steht in C und in D, die unterscheidet sich kaum. Die unterscheidet sich ja nur darin, dass einmal in der Hesse-Matrix xk statt x dach steht. Also wenn wir die Differenz von den beiden linken Seiten in C und D nehmen. Also wir nehmen uns die Differenz von der linken Seite, die in C steht, also Gradient f von xk plus die Hesse-Matrix f von x dach mal xk plus 1 minus
xk und fragen uns, wie stark unterscheidet sich das von dem, was da in d steht, also wie stark unterscheidet sich das vom Gradienten f von xk plus Hesse-Matrix an der Stelle f von xk mal xk plus 1 minus xk. Nun, dann unterscheidet sich das offensichtlich. Die Normstriche können wir nicht mehr sehen. Das schreibe ich Ihnen noch einen Tick enger. Dann passt das noch mit in die Zeile rein. Also minus xk, Klammer zu Ende und die Normstriche. Ja, dann sehen Sie, der Gradient f von xk, der kürzt sich natürlich weg. Bleibt also einfach nur stehen die Hesse-Matrix mal diesen Vektor. Hesse-Matrix, also dieser Vektor nach rechts ausgeklammert, gibt also gerade Hesse-Matrix f von x dach minus Hesse-Matrix f an der Stelle xk und das Ganze mal xk plus 1 minus xk, davon die Norm, und dann ziehen wir die Normstriche gleich schon rein. Norm von Matrix mal Vektor ist kleiner gleich Norm von Matrix mal Norm von Vektor, also das ist kleiner gleich die Norm der beiden Matrizen voneinander abgezogen und Norm von xk plus 1 minus xk voneinander abgezogen. Und wir wissen, dass was hier vorne steht, das konvergiert gegen 0, hatten wir uns gerade überlegt. Das heißt, die Differenz zwischen der linken Seite in c und dem, was als linke Seite in d steht, die ist etwas, was geteilt durch xk plus 1 minus xk noch gegen 0 konvergiert. Ja, damit ist c und d natürlich zueinander äquivalent. Und das heißt, wenn die linke Seite in c gleich klein, schnell genug gegen 0 geht, und die linke Seite in d unterscheidet sich davon nur um etwas, was auch so schnell, sodass die Differenz auch so schnell gegen 0 geht, dann geht die linke Seite genau dann wie klein u xk plus 1 minus xk gegen 0, wenn die linke Seite in d so schnell gegen 0 geht. Also damit folgt sofort, dass aus C auch D folgt und umgekehrt. Ja, und mit diesen Bedingungen, das gibt uns jetzt also einen ersten Anhaltspunkt dafür, wie gut wir unsere Gleichungssysteme lösen müssen, damit wir und immer noch superlineare Konvergenz erreichen können. Und wie wir das Ganze dann in der Praxis umsetzen, das sehen wir dann im nächsten Video über die sogenannten inexakten Newton-Verfahren. Vielen Dank.